Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Recon. Bon. Im letzten Part haben wir Kiki besiegt, aber sie ist dann zusammengebrochen. Stellte sich heraus, dass sie die Feuermaschine gar nicht hat. Aber hier scheint es Neuigkeiten zu geben. Ich bin gerade darüber, in Haus Neuigkeiten zu erfahren. Eine Gruppe von Studenten ist halt zu Azure Island rausgewandert. Scheinbar sind da verdächtige Gestalten da. Sowie an komplett schwarze Kleidung und schwere Maschinerie-Level verdächtig. Ach, das wäre es dann. Danke, Letty. Wenn sonst etwas ansteht, bring es bitte zu mir. Kinky ruht sich gerade aus. Gut, du hast es, Freundin. Ich muss hier bleiben. Diese Schule braucht wenigstens eine Person, die ehrlich sein kann und ihn in Bewegung hält. Und obwohl ich gerade wütend auf sie bin, so Kiki halt braucht es halt auch. Kannst du dir also Island anschauen? Wenn noch etwas passiert oder die Maschine auftaucht, lass ich es dir direkt wissen. Okay. Beach ist doch in die Richtung, oder? Da waren wir. Auch den Yacht nie. Stimmt, da war ja eine Insel. Tanz habe ich schon gefangen. So rübergehen. Das war ein Tampion.
fische ich da mächtig rein. Ich nehme mal an, dass der die Geschwindigkeitssenkung am Sumpf lag. Okay, dann wissen wir das schon mal. Superball gefunden. Ja, da haben wir doch auch was. Station. Zu finden war natürlich ganz praktisch. Ich glaube, ich gehe mal kurz zurück. Ist mir noch was eingefallen? Dem Bereich hier war nicht noch ein Shop, da habe ich da gar nicht dran gedacht, Items weiter einzukaufen. Und bei der Gelegenheit kann ich auch schnell heilen. Wie noch sei. Hier geht es weiter. Und der kann zerschnitten werden. Switch. Gut. Kann sein, dass das auch wieder ein Tampignon ist. Ja.
Ist ja sogar so. Resist Win? Was ist denn das? Muss mehr. Ah, eine von diesen Federn. Ja, dann würde ich dazu im Pokéball noch irgendwann später kommen. Noch ein Mini-Pilz. Das ist dann bestimmt wieder das Feld für den Sumpf. Das heißt, hier schon wieder, das haben wir nicht, aber immer, sonst wurde auch immer einem das Feld gegeben, in dem man sich gerade befindet. Dann sollte es hier auch nicht anders sein. Ich merke, kann ich halt, hat halt die besten Chancen zu finden, weil es hier halt so resistiert. Habe ich schon gedacht, dass er was ist, weil da so das Fungusfrosch war. Ich habe bereits eins gefangen. Ah, das kommt jetzt auch da. Wie ich mir gedacht hatte. Sumpf. Reduziert Geschwindigkeit jede Runde. Pokémon sind immun dagegen, wenn in der Luft. Und das kalt durch Wasser- und Graspatch erzeugt werden. Das konnten die Effekte so, aber dann war es nur Tempo. Jetzt ist ja auch ein eigenes Feldeffekt, ein Grasfeld oder so.
Ja, und Verwurzler schadet dem Nutzer normalerweise, es sei denn, er hat den Gift- oder den Stahltypen. Trockenhaut heilt langsam KP, Aquaring heilt ein Achtel aller der maximalen KP pro Runde. Wenn der Angreifer auf dem Boden ist, fügen Giftattacken 50% mehr Schaden zu. Doch diese Attacken fügen auch 50% mehr zu. Und diese Attacken fügen nur 25% zu. Also Erdbeben, Intensität und Bulldozer. Ach ja, und die Explosionsangriffe können ja nicht benutzt werden. Schlafpuder hat eine Genauigkeit von 100. Schlafende Pokémon wird jede Runde geschadet. Water Compaction wird jede Runde aktiviert. Gut. Ist jetzt da auch Bescheid. Hier noch recht groß. Ist ja noch kein Mitglied von denen. Superball gefunden. Wundersamen. Okay. Der hier ist auch eine Holung. Der taucht aus dem Nichts auf. Nun. Schau mal, wer da ist. Ich kann nicht sagen, dass wir gerade dich erwartet hätten. Und was würdest du in einem solchen Ort tun? Er ist natürlich hier, um seine Freunde zu retten. Rhetorische Frage, Asta. Vielleicht hast du so schon mal von sowas gehört. Nein, waren sie Teil der Mission? Und ich kann nicht anders als etwas zu bemerken. Du hattest immer Freunde mit dir, als du uns der Pass herausgefordert hast. Aber nun siehst du halt etwas in Unterzahl aus. Zwei Köpfe sind härter als einer. Besonders deiner. Unsere Anweisungen waren klar. Keine Eindringlinge zulassen. Privates Eigentum und all das. Verstehst du ja sicher.
Kappa ist ja hier schon mal effektiv. Stärker. Trifft halt zwar beide. Ah. Wir haben jetzt halt den Nachteil, dass ich habe halt hauptsächlich Pokémon, die halt auf dem Boden sind. Dadurch wird halt unsere Geschwindigkeit nach und nach immer mehr verlangsamt. Hier will ich ja mal Schutzschild nutzen mit dem. Das und ich mal einen Supertrank benutzen. Effektiv gegen das. Ist das jetzt ein 2 gegen 1?
Charge und Schild. Das Charge würde normalerweise auch Logo treffen, aber so tut es das nicht. Okay, das trifft jetzt an ihn. Das Misaki hat ja einen Schutzschild benutzt. Dann Bulldozer macht jetzt wegen dem Sumpf nur ein Viertel Schaden. Stimmt, das hatten wir ja gelesen. Das ist, glaube ich, das Beste. Ja, man kann es discharge und Schild wieder. Ernsthaft schon wieder? Hast du was anderes erwartet? Mitleid. Wie dem auch sei, wir haben halt hier ein paar wichtige Sachen, aber wir haben sie ja natürlich nicht einfach hier rumliegen lassen. Ja, du wirst nie den Zugang zu unserem geheimen Labor finden. Esther! Für einmal in deinem ganzen Leben. Kannst du bitte die Klappe halten? Ich bitte dich. Du hast Vero gerade gesagt, dass sie eines ist. Hey, ich bin sympathisch mit dem Ganzen. Ich bin nicht wirklich. Ich habe gehört, dass der Lehrer zusammengebrochen ist. Wir haben ja Augen überall, also sei nicht so preis. Sie stirbt, nicht wahr? Sie ist im Sterben. Ich habe die Punkte zusammengefügt. Ich kann jetzt sagen, es freut mich halt nicht, jemand zu treten, der bereits am Boden liegt. Mein alter Mann hat seine eigenen Probleme. Und du kannst mir glauben, dass wenn jemand versucht, ihn eher ins Grab zu bringen, würde ich das nicht zulassen. Aber Timetor interessiert sich nicht für meine Sympathien.
bin nur privat. Du bist nicht nur ein privater Ellipse, du bist mein Partner. Das ist wirklich nett, Asta. Du konntest uns eine Minute geben. Die Erwachsenen reden hier gerade, aber ich bin ein Erwachsener. Manchmal wundere ich mich das. Nun, der Idiot hat dir das bereits gesagt. Aber ich sage dir, verschwende nicht der Zeit. Geh zurück. Ah, gut, dass ich das hier noch da gelassen habe. Aber ich kann ja immerhin noch ein paar Items aufheben. Oder? Eigentlich kann ich ja das nicht finden. Kann ja überall sein. Ich kann auch meine entwickeln, wenn ich haben möchte. Aber wie ich es sehe, ist die Folge auch wieder vorbei. Und wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag. Macht's gut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!